Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir haben beim letzten Mal den Boss besiegt und hier drin sollte Sternjuwel sein. Allerdings ist die Tür verschlossen. Es fehlt aber auch ein Zettel. Bin auf Reisen, der hohe Priester. Nein, und was machen wir jetzt? Oh Luigi, was machst du denn du vor meinem Haus? Sein Haus? Er ist der hohe Priester? Okay. Was, dein Haus? Bist du also in Wirklichkeit hoher Priester und kein Detektiv? Du sagst, das Detektiv bin ich nur in meiner Freizeit. Wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten, kommt doch rein. Willst du den Zettel nicht abnehmen? Okay. Jetzt wo du wieder da bist, kannst du auch den Zettel abnehmen, oder nicht? Oh! Hey, hier kommst du spät, wir haben das Sternjuwel. Hey, wartet auf mich. Wow. Oh nein, wir sind zu spät hinterher. Warte, Luigi. Könntet ihr mir sagen, worum es hier eigentlich geht? So, ihr sucht hier also das Sternjuwel? Ich bin im Bilde. Ja, macht euch keine Sorgen, das Sternjuwel ist in Sicherheit. Das Sternjuwel auf dem Podest war ein billiges Imitat. Das Original habe ich anderswo versteckt, damit es nicht gestohlen wird. Aber wo das Original versteckt ist, das darf ich euch in meiner Funktion als Hohepriester leider nicht verraten. Na, natürlich weiß ich, wo das Sternjuwel sich befindet. Ich bin überzeugt, dass ihr es aus eigener Kraft finden werdet. Also Luigi, frisch ans Werk. Zeig, was du von mir gelernt hast und finde das Juwel. Ja, hier gibt es auch noch was anderes für uns zu finden. Ob es schon hier ist, weiß ich gerade nicht. Allerdings sollen das hier... Warum sieht denn das hier so... Ach, das ist eine Markierung. Weil wir hier lang sollen, oder was? Hier kommen wir nicht durch. Ja, ich habe tatsächlich heute noch mal etwas mehr Zeit als sonst. Mutter arbeitet heute etwas länger, habe ich gerade noch auf dem Kalender gesehen und deswegen ich dann heute dann doch etwas mehr Zeit hier noch mal. Hier drüben ist ein Block. Mit einem Donnerzorn, wow. Mein Inventar ist komplett voll, richtig? Richtig. Ich hasse es, wenn ich richtig liege. Ich weiß halt nicht, ob ich diese ganzen Sachen nochmal brauche. Ahornpilz könnte ich, glaube ich, drauf verzichten, oder? Ich mach die Mango weg. Ist jetzt scheißegal wegen der Mango. Obwohl ich hätte eigentlich auch einen Donnerzorn scheißen sollen. Donnerzorn. Ist einfach nur, wenn ich gerade in einem Kampf Probleme haben sollte und mit Rezepten werde ich sehr viel mehr Probleme haben. Sag ich mal so. Soll jetzt auch nicht arrogant oder so klingen, aber. Ja, ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, so ist es ja nicht, ne, aber. Naja. Nee, diesmal nicht. Ja, also die Markierungen auf dem Boden sind einfach nur, damit man weiß, wo genau die Stangen hängen. Ist jetzt in diesem Spiel nicht so einfach zu sehen, was hier und wo genau ist. Damit erhebt sich der Vorhang und hier ist eine Röhre. Die führt in den Hintergrund. Geil. Ich habe vorher gar nicht gesehen, dass sie in den Hintergrund führt, weil da auch der Vorhang davor war. Damit kommen wir hier rein. Okay. Geil. Der neue Buhu-Art. Ah!
Das ist ein Finsterbu. Finsterbu ist ein lila Bu. Ist ziemlich gruselig. Maximal KP 8, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Eigentlich sind es ganz normale Buhus mit hoher Angriffskraft und mehr KP. Also bleibt die Taktik gleich. Mach sie fertig, bevor sie sich unsichtbar machen. Okay. Machen jetzt auch schon sehr viel Schaden mit dem Sprung. Ich bin überlegen, wenn wir dann den verbesserten Hammer haben sollten, ob ich nicht vielleicht sogar meine Strategie sein lasse. Oh, Junge. Ich will keinen Stress. Aber warte, ich will aber hier drüben noch hoch. Weil hier gibt es auch noch was für uns zu holen. Etwas sehr Wichtiges in meinen Augen. Was sehr Wichtiges sogar. Ah, man sieht es schon perfekt. Ja, gut, das interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Hätte ich eventuell nach links sollen. Wer weiß. Doch, warte mal, hier ist jetzt auch eine Flugplattform. Ja. Dann passt das. Ja, hier könnte man sich jetzt mit Kupio das Ding holen, aber es juckt mich ehrlich gesagt nicht. Bin jetzt nicht so scharf darauf. Boah, darauf bin ich aber scharf. Boah, das macht mich geil. Oh, den Insignia, geil. Sind wir schon bei 8. Ja, ich weiß noch von der Insignia, die wir noch bekommen können. Von dem her können wir 3 Partner nach diesem Kapitel upgraden. Wir waren ja eigentlich auch schon da, ne? Bloß, das hat halt einfach nicht gereicht. Ja, Dressman L. Und das werden wir nicht kombinieren mit Dressman W. Noch nicht. Das wird ein anderes Mal dann passieren. Allerdings will ich jetzt nur Dressman L aktivieren. Wir laufen jetzt erstmal als Luigi rum. Wir waren jetzt lang genug Wario. Und das ist für uns der 70. Orden. Wir haben 70 Orden inzwischen. Nicht mehr viel gibt es zu holen. So, let's go. Du hättest ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 7. Mario lernt die Sternattacke Sternenblitz. Oh, die war, glaube ich, einfach nur um Kämpfen zu fliehen, oder? Oh, die war lame. Mario erhielt im Glimmertempel das 6. Sternjuwel. Ja, jetzt ist mal fertig, okay? Bleibt nur noch eines zu finden. Aber noch immer weiß er nicht, wohin Prinzessin Peach verschleppt wurde. Mag sich das letzte Sternjuwel befinden? Und wo ist Prinzessin Peach? Mario beschließt, noch einmal Inspektor Ping aufzusuchen. In der Hoffnung, eine Spur zum letzten Sternjuwel zu finden. Hä? Okay. Ja, wird schon passen. Mich wundert's bloß, dass wir jetzt hier noch nicht zu Peach und Bowser geleitet werden. Hm. Was? Da war also das Juwel. Ach ja, schon gut, reden wir über etwas anderes. Mein Glückwunsch, Luigi. Wie versprochen, überlasse ich dir das Sternjuwel. Ja, diesmal auch wirklich, Luigi. Nimm es zurück, ich wollte sowieso wieder ein Imitat ausstellen. Mit dir zu reisen war zwar anstrengend, aber es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich weiß, du musst weiter, lass dich auch in Zukunft nicht unterkriegen. Lass uns zurück nach Rodingen gehen. Ja, jetzt geht's weiter. Okay. Falsche Sternjuwel, wie konnte das passieren? Bitte um Vergebung. Und das echte Sternjuwel hat wieder dieser Mario? Fürchte ja. Hm, verstehe. Das heißt außerdem, dass ich schon habe, dieser Kerl, alle anderen. Da müssen wir wohl unsere Strategie ändern. Herr General, ich habe Ihnen noch etwas anderes anzuvertrauen. Was noch? Ups. Was? Das ist ja unglaublich. Besteht kein Zweifel. Unglaublich.
Oh oh, was hat er ihm erzählt? Langsam könnte Tex sich mal wieder melden, hm? Der hört uns die ganze Zeit zu. Oh. Was gibt es heute? Prinzessin Peach, ich bin zu einem Entschluss gekommen. Einem Entschluss? Ob ich dem Befehl folge oder dir alles sage und woran ich glauben soll. Tech, was ist los mit dir? Prinzessin Peach, du musst so schnell wie möglich von hier fliehen. Fliehen? Was ist denn los und warum so plötzlich? Habe die letzten Daten analysiert und etwas Schreckliches. Ich habe Crucios Pläne vollständig durchschaut. Crucios Pläne? Und ich weiß jetzt auch, warum du hier gefangen gehalten wirst. Und zwar, weil... Danke. No Spoiler. Was? Ich soll... Dies sind die Tatsachen, deshalb musst du sofort von hier fliehen. Aber wie könnte ich denn... Wo sind wir hier überhaupt? Keine Geheimnisse mehr, ich werde dir alles sagen. Der Ort, an dem du verschleppt wurdest, dies ist der Mond. Der Mond? Du meinst der Mond, der oben am Himmel steht? Korrekt. Aber wie soll ich denn dann von hier fliehen? Ausweg vorhanden. Flucht ist möglich, wenn du meine Anweisungen befolgst. Aber darfst du das denn? Das ist unwichtig. Sicherheit der Prinzessin ist oberste Priorität. Tech. Ich bin hier der Computer. Solange ich schweige, wird niemand deine Flucht bemerken. Bin nicht in Gefahr, aber du musst so schnell wie möglich fliehen. Gut verstanden. Aber vorher möchte ich Mario informieren. Schließlich geht die Sache nicht nur mich an. Verstanden. Das Spiel ist aus, Prinzessin. Sie... Tech, hast du wirklich gedacht, du könntest mich täuschen? Ja, General, ich... Ich hätte nie gedacht, dass ein Computer mich verraten würde. Nun egal, das Schlimmste konnte ja noch verhindert werden. Was haben Sie vor? Oh, wenn ein Computer verrückt spielt, hilft nur eins. Den Strom ausschalten und fehlerhafte Daten und Programme löschen. Natürlich auch die Erinnerung an dich, Prinzessin. Wir müssen schließlich dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Ich... Alle Funktionen stehen zur Verfügung. Hey, ihr beiden, drückt gleichzeitig die roten Knöpfe neben dem Computer. Zu Befehl. Tech. Nachricht, Fersch. Prinzessin Peach, ich... Lee... Für... Dich... Ist Tech tot? Oh Gott, komplett Gänsehaut. Das war auch, glaube ich, komplett anders inszeniert als auf dem GameCube. Da war das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, wie man es gesehen hat. Formatierung beendet. Tech? Zu schade, Prinzessin. Tech existiert nicht mehr. Sie, was haben Sie getan? Prinzessin, du hast jetzt keine Zeit, um einen Computer zu betrauern. Für dich gilt es jetzt, eine viel wichtigere Rolle zu übernehmen. Okay, weiter geht's mit Bowser. Der ein Rohlinger ist. Keine Sternjuwelen, keine Prinzessin Peach. Dann noch dieses Desaster in Düsterdorf. Was ist eigentlich los? Was so weitergeht, kriegt Mario wieder alles und ich gehe leer aus. Na ja, Trübsinnigkeit. Wo warst du schon wieder? Ich bringe gute Neuigkeiten. Unsere Spione haben mysteriöse Katakomben entdeckt.
Sehr, sehr rätselhafte Katakomben, die in keiner Karte verzeichnet sind. Das garantiert irgendwas. Alle Achtung, diesmal werden wir auf jeden Fall etwas finden. Ehrlich gesagt, die Hammerbrüder haben bereits eine Expedition gestartet. Ihr Vorstoß etwas ins Stocken geraten. Ja, ist schon mir auch schon aufgefallen, dass da neue Truppen sind. Das auch für mich zum Eingang der Katakomben. Wird ganz massiv vorstoßen. Das wird es jetzt noch so ein letztes Level? Ach so. Let's go. Und das ist, glaube ich, das letzte Bowser-Level. Ja. Ach du Scheiße, das ist mit dem Momentum ja ganz weird. Irgendwas drin ist oder so. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Scheinbar nicht. Da komme ich doch safe durch, oder? Ja. Let's go! Dann kann ich da nicht dran? Nee, ich kann da nur als kleiner Bowser lang. Wow. Irgendwie enttäuschend. Hm. Geil. Was hätte ich mir wieder alles kaputt gemacht? Dun, dun, dun. Let's go. Wo ist näher? Naja, Trittfestigkeit, was für ein Vorstoß, das war ganz meisterlich. Schon gut, aber irgendwie unbefriedigend. Abgesehen davon, wo sind wir hier eigentlich? Seht nur eure Ratlosigkeit da hinten an der Wand. Hm? Ja, das ist eins, das muss eins von diesen Sternjuwelen sein. Hey, endlich sind unsere Bemühungen erfolgreich. Halten wir uns das Sternjuwel. Halt mal. Wer bist du denn? Sag nicht, dass ihr Aurelius schon vergessen habt. Oder was? Na, kennt ihr mich jetzt? Ihr habt es also geschafft, in meinen geheimen Trainingsraum einzudringen. Dabei habe ich sogar den Schwierigkeitsgrad erhöht. Wegen diesem Ungeziefer, das sich in der Anlage angesiedelt hat. Beachtliche Leistung, aber passt trotzdem auf. Mein Meistergut bekommt ihr nämlich auf gar keinen Fall. Ja, was ist das für eine mickrige Käsekrähe? Mickrig, du. Pass auf, ihr. Attacke! Boah, 400 Kilo pack ich nicht. Das ist alles, was für ein Mickerling. Das Sternjuwel. Aber... Ja, es ist zerbrochen. Eieiei, so ein... Aber... Bei Sprachlosigkeit ist nur aus Glas eine Fälschung. Aber was sagst du? Das Original hat Bomba Luigi. Bomba Luigi? Ich kenne keinen Bomba Luigi. So ein Mist und ich habe die Sternjuwelen immer noch nicht. Also, Luigi hatte blöderweise das Sternjuwel. Schade. Luigi kam ihm zuvor. Scheint geht's für uns wieder nach Ohringen. Ja, sind durch mit Kapitel 6. Und die letzte Nachricht von Peach kommt dann. Ah, da ist sicher eine Mail von Prinzessin Peach. Mario, ich weiß jetzt, wo ich festgehalten werde. Ich bin auf dem Mond, der im Nachthimmel zu sehen ist. Ich habe noch etwas viel Schlimmeres erfahren. Um den Dämon wiederzubeleben, wollen diese Gangster mich...
Mond, Prinzessin Peach ist auf dem Mond und die Mail hört plötzlich auf. Es wird jedoch nichts zugestoßen sein. Ach, jetzt auch noch sie. Mario, oder doch lieber Bomber Luigi, ich hatte dir noch gar nicht gedankt, dass du meinen Auftrag angenommen hast, deshalb schreibe ich dir jetzt eine Mail. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich ein ehemaliger Champion einmal für mich um die Catcher-Shots kümmern würde. Seit unserer letzten Begegnung redet mein Bruder ständig vom Kämpfen und er hat auch wieder sein Training aufgenommen. Okay. Geht es dir, Mario? Ich bin es, Diana aus Düsseldorf. Danke, dass du einige meiner Erinnerungen mit mir geteilt hast. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich kann es immer noch nicht vergessen, aber ich denke, dass die traurige Vergangenheit mit der glücklichen Gegenwart verbunden ist. Man darf nicht so viel nachdenken. Die Kinder spielen und sind gesund und ich habe jeden Tag viel Spaß mit ihnen. Wenn du in der Nähe bist, komm doch noch einmal vorbei. Die Kinder würden sich freuen. Okay, da machen wir das noch. Ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, dass genau das passiert. Und wenn das jetzt möglich ist gegen... Ich sag's jetzt einem... Oder... Nee, ich sag's noch nicht. Ihr könnt's euch schon selbst denken, aber für die, die es noch nicht können, halte ich mal kurz den Schnabel. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt zu etwas Neuem, dann schaltet jetzt ab. Ansonsten viel Spaß beim Weiterschauen. Ich hätte mir den Hammer gleich holen sollen. Habe ich nicht nachgedacht. Egal, das ist was fürs nächste Mal. Vielleicht. Nachdem, wie lange wir hier brauchen. Es kann sein, dass es der schwerste Gegner im ganzen Spiel wird. Aber ob das zutrifft oder nicht, das weiß ich noch nicht. Wir sind hier, um es herauszufinden. Und diesmal ist Bomber Luigi auch wirklich Luigi. Ach nein, fuck. Ich dachte, ich hätte noch den Baby Yoshi vorne. Nee. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. So, wo ist er denn? Imagine. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn der Gegner jetzt hier in der Rangliste wäre und Aurelius besiegt hätte, dann würde man merken, dass er eine Herausforderung ist. Wo ist er denn? Wirtschaftskampf? Kann man ihn gegen den antreten? Nee, warte mal. Nee. Bevor ich jetzt auf Ranglistenkampf gehe, besuche ich Toads Cover. Die hat mir die E-Mail geschrieben, vielleicht weiß sie etwas. Ja. Hallo? Es ist erst nach dem Kapitel verfügbar. Ich besiege jetzt kurz Aurelius, wenn er denn da ist. Ansonsten. Naja. Das ist Aurelius. Okay, wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit. Egal, dann schnappe ich mir jetzt halt noch die 50 Münzen im Kampf gegen Aurelius. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wer weiß, vielleicht taucht er jetzt random auf, aber naja. Nee. Okay, vielleicht erst nach dem 7. Kapitel, wer weiß. Ja, dann wird es das nicht gewesen sein. Ich denke, sie wird dann nochmal nach dem 7. Kapitel eine Mail schreiben, weil später als nach dem 7. Kapitel geht nicht. Allerdings, wenn das der Fall ist, dann kann man sich eben auch denken, dass der Gegner vielleicht zu schwer wäre für jemanden, der gerade erst Kapitel 6 geschafft hat. So könnte man das Ganze natürlich auch sehen. Und ich freue mich auf einen sehr spannenden Kampf. Das könnte noch sehr geil werden. Ja, wir haben noch Insignien. Wir haben noch einen Ultrahammer abzuholen.
Und wir haben noch einige Nebenquests, die wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich machen können. Obwohl, ob es einige sind, weiß ich nicht. Ich habe ja alle gemacht, die bis dato vorhanden waren. Von dem her... Ja, Rezepte kann man halt noch machen, ne, aber... Da muss ich jetzt auch nicht alle machen. Vielleicht peile ich die 30 an, aber... Viel mehr muss jetzt auch nicht sein. Es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu holen. Und dafür brauchen wir unter anderem das hier. So, der Ultrahammer. Hallo, ich bin es, Toadette. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du hast den Ultrahammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist die Angriffskraft deines Hammers noch größer geworden. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Nimm es doch gleich mal. Es ist ganz einfach. Genau wie der Superhammer. Wenn du B gedrückt hältst und den linken Stick drehst, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, kannst du den Ultrahammer benutzen. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Joa, hat sich nichts Neues getan, außer dass man jetzt Metallsteinblöcke kaputt machen kann. Super, das hast du toll gemacht. Hast du die Steuerung im Griff? Ja. Sehr gut, du beherrschst den Ultrahammer jetzt also perfekt. Ultrahammer kannst du auch diese Gesteinsblöcke zerstören. Bei kleinen Objekten reicht es, sie normal zu schwingen, aber bei größeren hilft nur die neue Methode. Was heißt hier neu? Natürlich kannst du den Ultrahammer auch im Kampf benutzen. Weißt du, das ist zu schade, aber dies war vorerst unser letztes Treffen. Rette Prinzessin Peach, viel Glück bei deinen Abenteuern. Ciao, Toadette. War schön mit dir. Jetzt ist sie leider weg. Was gibt es für uns denn noch zu holen jetzt? Ja, ich weiß, ich bin sehr, wie sagt man? Ach, egal. Wird schon nicht so wichtig sein. Ich habe 8 Insignien, heißt, es gibt noch ein bisschen was zu holen. Ja, eine Stelle fällt mir gerade ein, die würde ich ganz gerne machen. Bevor ich jetzt hier schon den Part beende. Ich will hier auf jeden Fall noch mitnehmen, was geht. Ah! Wir kommen jetzt auch an die Truhe hier ran. Ja, Bartom braucht man, allerdings reicht das noch nicht ganz aus. Man muss nämlich auch den Ultrasprung aus Kapitel 6 mitnehmen. Weil man die rissige Wand auf der anderen Seite gesehen hat, soll man damit wissen, dass man hier auch was freisprengen kann. Damit kommt man an diese Truhe hier. In der ein Verteidiger-P drin ist, wow. Ja, Rohlingen hat noch ein paar Secrets für uns. Oder die Katakomben, besser gesagt. Das war, glaube ich, dann komplett verzogen. Wir müssen jetzt hier einige Zeit nach rechts. Da finden wir dann auch noch mal ein Secret. Da hinten ist ein Haus, zu dem wir lang können. Was genau ist da? Ja, wir hatten den Box-Dude schon mal gesehen, so, ne? Die Frage ist, was ist denn hier? Vielleicht einfach ein Sternsplitter? Ja, ich glaube genau das war's. Genau. Okay, uns den auch noch gekrallt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass hier ein Insignia oder so ist, aber... Naja. Beziehungsweise, ja, ihr habt selbst gesehen, ich war gerade eher auf den Sternsplitter gefasst, aber beim letzten Mal. Egal, ich will noch eine Sache tun, dafür cutte ich jetzt kurz, damit es nicht zu lange wird. Vielleicht doch noch zwei Sachen. Können wir uns hier inzwischen was Neues holen? Ich meine, wir haben jetzt wieder sehr viele Sternspieler mitgenommen, genauso ist es. Holen wir uns Sparblüte einfach mal. Da haben wir fast alles bei ihm geholt. Noch einen Blumensegen. Und hier müsste man irgendwo hochkommen können. Ja, da drüben. Das wäre noch eine Sache.
Allerdings gibt es tatsächlich noch eine. Ja, wir können Rolling and Safe abschließen, aber... Naja. Frage ist, wie genau... Hier, oder? Wofür kann man hier rüber? Hä? Bin ich dumm? Man kann hier rüber, aber es bringt nichts, oder was? Hier sieht es so aus, als könnte man da lang, aber hier ist glaube ich auch nichts. Dann hier lang. Wo auch keine Bodenplatte ist, okay. Kommt man hier an den Signienblock ran? Ja, nach links geht's noch weiter. Jetzt frage ich mich gerade echt hier. Ja, wo soll denn hier noch überall was sein? Ich meine, da drüben war jetzt nichts, richtig? Warte mal. Deswegen kann man da hoch, richtig? Geh mal, hier ist kein Schatten. Hä? Kommt man auf das Haus gar nicht rauf? Ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich weiß und nicht auf das, was ich nicht weiß, okay? Wo genau wollte ich lang? Scheiße, ich bin hier falsch. Nee, fuck, ich glaube, ich bin richtig. Nee, warte, da würde ich zum Dualkager kommen. Das würde mir nicht helfen. Ach. Ich will das noch kurz machen, aber ich bin gerade einfach zu blöd, die Sache umzusetzen, ne? Warte mal, von da müsste ich rüberkommen. Hast du irgendwas? Dampfhammer für 240. Kampfrausch, fehlt mir da noch? Fehlt mir noch Kampfrausch. Das war's doch, was mir gefehlt hat, ne? Ja. Okay, kaufe ich mir den Orden. Das ist zwar sehr viel, aber die Sache ist, diesen Orden wird er jetzt nie wieder verkaufen. Der wird jetzt, glaube ich, damit ist die Chance quasi höher, dass wir anderes Zeug finden. Sidequest weiß ich jetzt nicht, wie viel da dazu kam, aber ich werde nach diesem Part hier nichts mehr aufnehmen können. Für heute. Ja, ich merke es schon. Ja, hier drüben gibt es auch noch was, stimmt. Einfach zu viel eine Truhe. Ich hätte jetzt den Sieg nie erwartet. BP Plus, wow. Aber jetzt hat sich das zumindest auch geklärt. Ich wollte nämlich diese Röhre nehmen, nicht weil ich mich irgendwo hinporten will, sondern weil ich hier lang will. Und von dort aus hier lang. Ihr kennt den Weg, ne? Ich cut den euch. Sehen wir uns gleich wieder beim Insignienraum. So, ich habe da mal alle Gegner beseitigt. Da müsste ich jetzt eigentlich an diese Insignien hier rankommen können. Ja, hätte eigentlich erst später herkommen sollen, aber ist egal. Ich würde jetzt sagen, noch als Abschluss setzen wir die Insignien ein und dann bis gleich. So, da sind wir wieder und wir haben die Rolinger Katakomben tatsächlich jetzt zu 100%. Ja, drei Partner können wir verstärken, vier haben wir, das heißt zwei Insignien fehlen uns irgendwo, aber es wird dann Kapitel 7 sein. Wir verstärken, ja, wer hätte es gedacht, wir können drei Partner verstärken und haben vier Partner noch frei. Einer von diesen Partnern ist Erona. Ja, ihr könnt euch denken, wer kein Upgrade bekommt. Bomba Junior hatte bei mir jetzt hier erstmal die höchste Priorität. Danach Gumbrina. Nach Gumbrina, danach Gumbrina wahrscheinlich, danach Nagirine. Ja, und Erona kann erstmal so bleiben. Ja, wir sind schon eigentlich so ziemlich Duellkerker ready, ne? Aber erst nach Kapitel 7. Weil da brauche ich auf jeden Fall noch etwas mehr Erfahrung und ich will jetzt nicht auch. 25 KP werde ich auf jeden Fall brauchen für einen Duellkerker. Und da will ich jetzt nicht so reingehen, ne? Also. Egal, ja, der Part ist eh schon lang genug. Hier nochmal gezeigt, wir haben bisher überall 100%, soweit ich weiß. Auch hier an den neuen Orten. Hier gibt es nicht mal Sternschwitter, weil der Glimmertempel hier ein eigener Ort ist. Okay.
Egal, ja. Da wir das haben, beim nächsten Mal geht's dann, denke ich, an Mission. Und dieser Ort hier, der ist auch noch neu für uns. Ich werde auf jeden Fall auch schon an Rezepten arbeiten. Da gibt es auch noch ein paar Items, die ich dann zusammenkriegen will. Ich bedanke mich damit herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.